Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Ihrer Volkshochschule Coburg Stadt und Land. Die Gastronomie ist seit Jahren ein gefragter Arbeitsmarkt, aber es fehlt meistens an qualifizierten Fachkräften. Mit dem Kooperationsprojekt Qualifizierung im Arbeitsbereich Küche der Volkshochschule, der IHK und des Jobcenter startet die Stadt Coburg ein neues BIWAG-Projekt. BIWAG steht für Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier und die Bildung übernimmt die Volkshochschule Coburg. Die Aufgabe der Volkshochschule Coburg ist es, die Teilnehmer zu qualifizieren im theoretischen und praktischen Bereich, um danach die Möglichkeit zu haben, im November 2018 eine Prüfung über die Industrie- und Handelskammer Coburg zu machen, die dann zu bestehen, um dann weiterhin die Möglichkeit zu haben, eine Ausbildung zu Koch oder Köchin anzuschließen in einem regulären Arbeitsverhältnis eines Betriebes in Coburg Stadt und Land. Mit diesem Ziel besuchen die Teilnehmer die Qualifizierung, die sich an arbeitslose Erwachsene ab 27 Jahren aus den Stadtteilen Wüstenahorn, Scheuerfeld, von der Bertelsdorfer Höhe und aus der Coburger Innenstadt richtet. Das Jobcenter betreut vorrangig Personen, die seit langer Zeit arbeitslos ist. Daher ist es umso wichtiger, dass berufliche Qualifizierungen oder dass die Personen durch berufliche Qualifizierungen wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt werden und wieder eine Chance haben, eine Arbeit aufzunehmen. Diese Chance erhalten Sie am Ende des Kurses mit der Teilqualifizierung zum Koch, die durch eine Prüfung bei der IHK Coburg erworben wird. Die Stadt Coburg will den Arbeitssuchenden damit eine bessere Perspektive bieten. Das Projekt Soziale Stadt begleitet mich seit Anfang an meiner Zeit als Bürgermeister und auch schon vorher als Stadtrat, weil ich denn aus diesem Stadtbereich komme und ist mir schon sehr wichtig, dass neben dem normalen Städtebaulichen, also dem Häuserbau, auch was für die Menschen getan wird, um ihre soziale Situation zu verbessern. Die soziale Situation wird in der Qualifizierung durch die Zusammenarbeit in der Gruppe gestärkt. Außerdem bringen die Unterrichtszeiten mit 35 Wochenstunden und abwechselnder Theorie und Praxis Routine in den Alltag. Der Praxisanteil findet in Zusammenarbeit mit der Stadt Coburg und dem Jugendamt im Familienzentrum Coburg statt und im Café Bubble. Im Familienzentrum werden für 45 Kinder Mittagessen gekocht. Dementsprechend in dem Café Bubble dann im Servicebereich und in der Küche. Der theoretische Bereich wird hier in der Volkshochschule stattfinden, wo die Teilnehmer durch verschiedene Inhaltsthemen, was auf die Qualifizierung abgezielt ist und in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer auf die Prüfung 2018 vorbereitet. So besteht das Projekt aus einer Grundqualifikation mit Themen wie Hygiene oder dem richtigen Umgang mit Arbeitsgeräten. Die Schwerpunktqualifizierung ist einmal in Küchentechniken und Küchenarbeit sowie in die Ausgabe von Speisen und Getränken aufgeteilt. Durch den IHK-Abschluss haben unsere Bewerber dann halt auch bessere Chancen, eine Arbeit zu finden, beziehungsweise durch einen anderen Lohn auch aus dem Leistungsbezug auch zu fallen und erweitern einfach ihre beruflichen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Auch wenn die Qualifizierung mit 14 Monaten relativ lang dauert, so ist sie doch für die Teilnehmer eine gute Chance auf eine unabhängigere Zukunft. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Volkshochschule Coburg Stadt und Land.